Hey Leute, was geht ab? Ich heiße euch wieder herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Wie ihr sehen könnt, ist es jetzt heute kein Vlog. Das heißt, ich habe endlich das Schwangerschaftsupdate für euch. Das haben sich einige von euch gewünscht und da dachte ich mir, ich nehme mir die Zeit. Ich habe heute Zeit und drehe den einfach für euch ab. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß bei diesem Video. Ich drehe heute das Video mit meiner Handykamera, ja, weil ich finde meine Speicherkarte wieder nicht. Nee, davor habe ich meinen Akku nie gefunden. Jetzt finde ich meine Speicherkarte nicht, was ein bisschen doof ist. Aber ja, gut, ich muss mich irgendwie ein bisschen beeilen. Deswegen dachte ich mir, komm, die Kinder sind halt jetzt gerade nicht da. Die sind mit meiner Freundin. Sultan ist ja noch nicht zurück. Und ich hatte heute einen Arzttermin, einen Frauenarzttermin. Die sind jetzt gerade dort. Danach fahre ich einkaufen und so. Und deswegen habe ich gesagt, komm, ich drehe noch schnell ein Video. Und damit ihr am Sonntag es pünktlich habt und dann hole ich die Kinder. War das jetzt wichtig? Ja, ich hoffe, dass die Qualität trotzdem für euch in Ordnung ist und dass ihr mir das jetzt verzeiht. Im nächsten Video gibt es dann wieder ganz normal von meiner Kamera aus. Aktuell befinde ich mich in der 29. Schwangerschaftswoche oder in der 28. Ich muss nachschauen. Also diese Schwangerschaft bin ich irgendwie nicht so wirklich informiert. Genau, ich bin in der 28. Schwangerschaftswoche. Und rutsch gerade in die 29. So rum, genau. Ich hatte ja noch nicht so ein richtiges Schwangerschaftsupdate. Ich hatte nur dieses Fragen zur Schwangerschaft. Ich wollte jetzt nochmal von vorne anfangen. Und zwar bin ich mit 74 Kilo in die Schwangerschaft gegangen und wiege jetzt 79,8. Also ich habe 5 Kilo zugenommen. 6 Kilo zugenommen. Ich habe 6 Kilo bis jetzt zugenommen in meiner anderen beiden Schwangerschaften bei Zayn und Nabila. Also bei Zayn habe ich 10 Kilo und bei Nabila habe ich 9 Kilo zugenommen. Also ich glaube, am Ende werde ich immer noch in diesem Bereich sein, dass ich 10 Kilo zunehme. Und ja, ich esse ganz normal. Ja, die letzte Zeit war ja ein bisschen stressig, weil Sultan nicht da ist. Und ja, je nachdem esse ich vielleicht nicht ganz so regelmäßig, aber ich versuche es auf jeden Fall. Was ganz wichtig bei mir ist, dass ich ganz, ganz viel trinke. Das hat heute die Frauenärztin gesagt, dass ich noch viel zu wenig trinke. Aber meine Blutwerte sind, mein Bluthochdruck, Bluthochdruck, sagt man das so? Ist eigentlich ganz gut und eigentlich normalerweise war ich immer drunter, aber ich glaube, von Schwangerschaft zu Schwangerschaft wird es immer besser. Ja, ich habe mir jetzt keine Notizen gemacht, deswegen ist es vielleicht ein bisschen durcheinander alles hier. Aber ihr kennt mich ja, ich bin da nicht immer so ganz genau. Ja, machen wir kurz noch weiter mit mir. Gesundheitlich geht es mir sehr, sehr gut. Ich bin noch ein bisschen erkältet. Ich hatte ja Corona gehabt, was aber dem Baby nichts tut. Man sollte halt aufpassen, wenn es halt zur Geburt hingeht, dass man da sich vielleicht nicht ansteckt. Ich hatte eine Followerin gehabt, die hatte Corona und hat auch ihr Baby angesteckt. Aber sie konnte mit ihrem Baby isoliert zusammen im Krankenhaus bleiben. Also ich glaube, da ist da auch nicht so viel großes Action. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wie es dann in der Zukunft ausschauen wird. Ich habe ja noch 3 Monate hin. Ich befinde mich gerade in den letzten 2. Trimesterwoche. Genau, in Rutschitz dann in den 3. Trimester. Und ja, dann habe ich es bald auch geschafft. In circa 11 Wochen sollte dann die Geburt losgehen. Genau, ansonsten geht es mir super gut. Ist halt ein bisschen alles stressig, alleine so alles zu organisieren. Aber Sultan ist auch schon bald wieder zurück und dann wird er mir natürlich wieder einiges abnehmen. Darauf freue ich mich auch schon. Ich freue mich auch an sich auf ihn natürlich und die Kinder auch. Ich habe einen ziemlich großen Bauch. Habe ich gestern festgestellt, beziehungsweise ich habe zu meiner Cousine gesagt, schaut es nur auf Bildern so aus. Aber die meinten, nee, dass ich schon einen richtig großen Bauch habe. Ich sehe das selber nicht so, wenn ich in den Spiegel schaue. Ich finde den noch ganz okay, aber in der 3. Schwangerschaft, in dieser Schwangerschaft, ist mein Bauch wirklich sehr, sehr rasant gewachsen und der ist mittlerweile schon sehr groß. Und ich habe das Gefühl, der liegt schon tief, aber es hat der Frauenarzt jetzt nicht gesagt. Ich sage der Frauenarzt, weil ich einen Belegarzt habe. Also ich war eigentlich heute bei meinem Belegarzt, der mich dann im Krankenhaus anmeldet. Ich werde in demselben Krankenhaus entbinden, wo ich Nabila und auch Zayn bekommen habe. Ich wollte eigentlich Krankenhaus wechseln, wenn ich ehrlich bin. Da, wo ich mich dann angemeldet habe. Und zwar wollte ich diesmal einfach in die Kinderklinik. Also da
das ist erstens näher an uns. Zweitens bin ich eigentlich nicht so zufrieden gewesen mit der letzten Krankenhausaufenthalt, als ich Nabila bekommen habe. Das sprengt den Rahmen, wenn ich so erzähle. Also ihr habt ja Geburtsbericht, könnt ihr euch mal anhören. Ja, die Hebamme hat mich halt jetzt nicht allzu ernst genommen, wo es angefangen hat und so. Dies, das. Ich verlinke euch auf jeden Fall den Geburtsbericht von Nabila unten. Ansonsten bei Zane war eigentlich das Krankenhaus tippitoppi. Ich schweife jetzt vom Thema ab. Ich wollte auf jeden Fall eigentlich Krankenhaus wechseln, aber das Krankenhaus, wo ich hin wollte, ist voll zu dieser Zeit, wo ich entbinde. Deswegen bin ich wieder zurück zu meinem alten Arzt. Also ich habe einen Belegarzt, die Klinik hat eigentlich nur Hebammen und man braucht ja trotzdem einen Arzt und der Arzt ist halt der Belegarzt von der Klinik. Es gibt ganz viele, aber ich bin seit Zane bei ihm, weil ich mich eigentlich ganz wohl fühle mit ihm und er ist auch ganz lustig, auch wenn er beide Geburten immer verpasst hat. Naja, man kann auch mit Hebammen alleine entbinden, ne? So viel dazu. Bevor ich kein Krankenhaus finde, dachte ich mir, gut, dann gehe ich halt zurück zu meinem Belegarzt. Unserem Baby geht's sehr gut. Sie liegt leider im Beckenendlage. So heißt das, ne? Also der Popo liegt unten. Sie muss sich auf jeden Fall noch drehen. Das ist dieselbe Geschichte wie mit Nabila, ne, wo es so spannend wurde, ob ich dann einen Kaiserschnitt machen muss oder nicht. Am Ende hat sie sich ja doch noch 2 Tage vor Kaiserschnitttermin gedreht. Ja, ich hoffe, dass das bei Baby Nummer 3 genauso sein wird. Vielleicht dreht sie sich auch schon ein bisschen früher. Das wäre mein Wunsch, aber ansonsten Baby geht es gut, alles ist gut gewachsen, also alles ist dran, so wie man das halt alles so sehen kann. Wir haben heute CTG geschrieben, das erste Mal, Herztöne, alles super, es waren keine Wehen vorhanden. Ja, es ist ein sehr zierliches Baby, er hat gemeint, sie wird auch nicht so viel wiegen. Ich weiß jetzt nicht, wie viel hat Nabila nach der Geburt gewogen, ich glaube, der hat 30, 40 gewogen, also 3040. Zane war das schwerste Kind. Also Zane hatte 3700 noch was, als er zur Welt gekommen ist. Und er hat das Baby jetzt unter 3000 geschätzt. Aber das weiß man ja nie genau. Ich glaube schon, dass sie 3 Kilo überschreiten wird. Also dann meine Hoffnung ist es, dass sie früher kommt, dass sie pünktlich kommt oder halt 2-3 Tage sich verspätet, aber es sollte bitte, bitte, bitte nicht zu diesen 10 Tagen wiederkommen. Also bei Nabila wurde ich ja dann eingeleitet nach 10 Tagen. Ich weiß nicht, also ich habe immer gehört, Einleitung ist voll krass und wünscht sich eigentlich niemand. Ich fand es jetzt nicht so schlimm. Klar, die Wehen waren richtig, richtig hart, also die haben sehr, sehr weh getan. Ich glaube sogar schlimmer als bei Zane. Die Geburt an sich ging sehr flott, als die Wehen dann eingesetzt sind. Also es ging wirklich sehr schnell. Aber ich möchte das nicht wieder haben. Ich möchte schön, wie bei Zane, Fruchtblase platzt. Wir fahren ins Krankenhaus, wir sind ready. Mit der Einleitung hat es einfach ewig gedauert. Also ich war um 9 im Krankenhaus. Ich wurde das erste Mal eingeleitet. Man hat dann, glaube ich, alle 6 Stunden eine neue Tablette bekommen. Ich habe eine Tablette bekommen. Aber die Wehen kamen nicht erst am Abend. Schaut euch einfach das Geburtsbericht von Nabila an. Da könnt ihr das alles entnehmen. Ja, ich hoffe auf jeden Fall, dass es keine Einleitung wird. Und ich hoffe, dass sie sich noch rechtzeitig dreht, damit es natürlich auch kein Kaiserschnitt wird. Weil ich wünsche mir natürlich wieder eine natürliche Geburt, wie bei den anderen beiden. Ja, ich hatte auch nachgefragt, wie es denn jetzt ausschaut, gerade wegen Corona und so, ob Sultan dabei sein kann, weil das haben auch viele von euch mich auf Instagram gefragt. Aktuell hat der Arzt gesagt, ja, dürfen die Männer auch dabei sein, aber er muss halt natürlich auch einen Covid-Test machen. Das hört sich auch schon alles viel zu kompliziert an. Vor allem, wenn es natürlich losgeht, weiß man ja nicht, weil der Test darf nicht älter als 4 Tage sein. Und entweder kann er einen Test im Krankenhaus machen, das kostet dann 80 Euro, oder zum Hausarzt natürlich. Der ist ja kostenlos, aber es darf halt die 4 Tage nicht beschreiten. Und wenn man natürliche Geburt haben möchte, wissen wir ja nicht, wann es losgeht. Deswegen müssen wir mal schauen, wie wir das machen. Am Ende muss er im Krankenhaus den Test machen, aber Ehemänner dürfen dabei sein. Deswegen bin ich da auch ganz beruhigt. Wenn er wiederkommt, dann müssen wir halt darüber reden, wie wir das gestalten wollen. Auch wo wir dann die Kinder lassen und so alles. Also das müssen wir auch alles noch planen. Einen Monat bevor es losgeht, habe ich nochmal einen Termin bei meinem Belegarzt, der dann nachschaut, ob sich das Baby gedreht hat. Wenn nicht, dann muss ich 2 Wochen, also wir schauen, ob sie sich gedreht hat. Wenn sie sich nicht gedreht hat, habe ich, glaube ich, 2 Wochen danach irgendwie Anästhesie informieren lassen, wegen, wenn es halt dann zum Kaiserschnitt kommen sollte, was ich da beachten muss, etc. pp. Eine Woche bevor es losgeht, also bevor er rechnet einen Termin, werde ich vom Krankenhaus angerufen und dann muss ich halt den Covid-Test machen. Das hört sich alles mega kompliziert an und man muss an so viele Sachen denken und ich bin da, das ist nicht so meine Stärke.
Aber ich habe mir auch ein bisschen notiert. Meine Eisenwerte sind super. Normalerweise bin ich da immer drunter, aber ich nehme wirklich regelmäßig meine Tabletten ein. Das habe ich mir auch gerade reingeworfen. Ich nehme es erneut. Und Magnesium ab und zu. Ich habe ja schon gesagt, körperlich geht es mir ganz gut. Ich bin nur ein bisschen ausgelaugt, weil ich schon 5 Wochen alleine bin mit den Kindern. Wie gesagt, so dann ist er bald da und dann nimmt er mir einiges ab und ich freue mich schon so sehr. Vielleicht habt ihr es auch schon gemerkt, ich lebe zurzeit eigentlich nur in so gemütlichen Sachen. Ich ziehe ständig nur so Jogger an und so Loungewear und ich möchte einfach in der Früh schnell in meine Klamotten und am Abend schnell wieder raus. Also ich habe mir Anfang der Schwangerschaft vielleicht 3 Schwangerschaftshosen gekauft, aber so Klamotten an sich, so Oberteile und so kaufe ich, habe ich noch nie Schwangerschaftsmode gekauft. Nee, also ich ziehe eigentlich so lockere Sachen an. Diesen Jogger hier, also den Pulli, der hat auch eine passende Hose dazu, das zeige ich euch gleich, habe ich von Shein. Dieses Video ist auch in Kooperation mit Shein und da habe ich einen kleinen Haul noch für euch. Da könnt ihr euch mal anschauen, was ich alles bei Shein bestellt habe. Die haben ab einem Bestellwert von 49 Euro habt ihr einen kostenlosen Versand und einen kostenlosen Rückversand, was ich richtig wichtig finde. Das hatten die früher nicht. Deswegen feiere ich das jetzt voll ab, dass man das kostenlos wieder zurücksenden kann. Und ich schreibe euch hier unten noch einen Code, falls ihr was findet, was euch auch gefällt und ihr bestellen wollt. Benutzt auf jeden Fall meinen Rabattcode, um noch etwas zu sparen. Und ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß bei dem Haul. So, das ist das erste Teil und zwar ist es dieser Jogger hier, den ich euch ja gerade im Video schon gezeigt habe. Und zwar ist er so eher Mint. Ich wollte eigentlich so ein Grün haben, aber die Farbe gefällt mir auch richtig gut. Es fühlt sich richtig weich an, gemütlich und er ist auch schön dick. Also ich friere in den gar nicht. Ich habe immer so ein Problem mit meinen Armen, dass die immer irgendwie zu kurz sind. Aber ich finde, die Länge geht eigentlich. Also es ist noch nicht so schlimm. Mir gefällt die Farbe sehr, sehr gut. Er ist so schön locker und ich passe noch rein. Mein Bauch passt auch noch rein. Mal sehen, wie lange noch. Als nächstes habe ich diesen Zweiteiler. Ich finde die Farbe richtig schön. Er ist schön weich. Ist jetzt kein Set, was ich jetzt draußen anziehen würde. Ist eher für zu Hause zum Chillen. Aber könnte ich mir auch vorstellen, natürlich nach raus damit zu gehen. Aber jetzt nicht im Winter. Was war das? So, der Wind. Also gefällt mir auch sehr, sehr gut. Mein Bauch passt da rein. Wie gesagt, es ist eher ein bisschen alles gemütlich ausgewählt für mich. Der Stoff gefällt mir auch und die Länge ist super duper. Als nächstes, wie soll es anders sein? Wieder ein Zweiteiler und zwar dieser rote hier. Der hat eine rote Hose und ein rotes Oberteil. Ich habe schon so ein ähnliches in braun und den Gürtel kann man abnehmen. Also der ist nicht unbedingt dabei. Wenn man will, kann man den wegnehmen oder halt dazu tun. Ich habe es jetzt mal dazu getan. Kugel passt auch rein. Schön gemütlich. Der Stoff ist schön weich. Ich mag diesen Waffelstoff, heißt das, oder? Ich weiß es jetzt gar nicht. Diesen Look gefällt mir auch sehr gut. Ich kann mich gut darin bewegen. Ich finde den sehr schön. Noch ein Zweiteiler. Und zwar dieses wunderschöne Set in Grau habe ich noch mitgenommen. Also Grau muss auch sein, ne? Habe ich ein graues Set schon? Ich weiß es jetzt gerade nicht. Der gefällt mir richtig, richtig gut. Der ist auch schön weich. Die Arme reichen auch völlig aus bei mir. Gemütlich. Also, wie gesagt, ich bin nur in gemütlichen Sachen in dieser Schwangerschaft. I like die Hose. Also, das ist so für mich schon. Damit würde ich jetzt nicht rausgehen. Deswegen für Home Loungewear ist das eigentlich richtig schön. Und einfach so zum Zuhause chillen. Ja, der gefällt mir auch richtig gut. Oh, ich bin so glücklich mit meiner Bestellung. Den wollte ich auch, euch auch noch zeigen. Okay, eins habe ich noch. Und zwar das hier aus Teddyfutter. Oder nennt man das? So, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist der super, super weich. Für kalte Tage richtig angenehm. Die Hose ist auch sehr, sehr weich. Also es ist halt auch innen drinnen sehr weich. Voll nice. Und wie die Länge, ich sag euch ja, also bei mir ist die Länge immer richtig wichtig. Auch hier unten, dass es so ein bisschen geschlagen ist. Also die Hose ist lang genug. Ich kann es auch noch über meinen Bauch ziehen, sozusagen. Und ich kann mir auch vorstellen, so zum kurz rausgehen geht das auch. Oder nur das Oberteil. Sieht eigentlich auch ganz cool aus, gechillt. Mal sehen, wie ich es kombinieren werde. Aber wie gesagt, es ist eher für daheim zum Chillen. Ja, der gefällt mir auch sehr gut. Also natürlich gefällt mir alles aus meiner Bestellung sehr gut. Aber der hat schon nochmal was richtig Nices. Also vor allem für diese kalten Tage jetzt. I like this too. Da in 4 Monaten Ramadan beginnt und dann steht ja auch schon Bayram kurz vor der Tür, habe ich mir gedacht, dass ich noch Abayas mit reinnehme. Es war voll Zufall, dass ich überhaupt welche gefunden habe. Ich wusste gar nicht, dass die auch Abayas online da haben. Und da habe ich mir jetzt dieses Zweier-Set gewählt. Also das ist einmal hier
das Jäckchen, oder nennt man es so, nee, der Cardigan und halt hier eine Schnur, die kann man auch weglassen. Und diese Hose, die ist schön breit, also ich habe drunter eine Leggings gerade an, aber die ist schön breit und luftig. Man kann sich gut drin bewegen und ich kann mir das ganz gut vorstellen, mit hohen Schuhen dann kombiniert, sieht das bestimmt richtig, richtig nice aus. Und mir gefällt die Applikationen hier richtig gut. Das ist so goldweiß. Da dachte ich, da muss ich auf jeden Fall auch zuschlagen und dass es mir sehr gut gefällt. Ich habe noch ein Abaya, das zeige ich euch auch gleich. Habe ich dieses wunderschöne Abaya gewählt. Das ist hier so vorne mit so silbernen Applikatoren bzw. Pailletten. Und ignoriere jetzt den Hintergrund, ne? Also da wird gerade ausgepackt. Die war jetzt ohne diese Schnur. Das ist die Schnur von dem Abaya davor. Ich fand es jetzt einfach besser mit Schnur. Und ich habe es ein bisschen zu groß genommen. Das ist jetzt XXL. Weil ich dachte wegen Babybauch und so, aber ich vergesse ja, dass ich bis dahin nicht mehr schwanger bin. Genau, ist auch ein Zweier-Set. Einmal das Oberteil und einmal die Hose. Die hat auch so einen Schlag, ist schön breit, offen und ich kann es mir auch sehr, sehr gut vorstellen. Mit hohen Schuhen wird es auch sehr gut kombiniert ausschauen und richtig schön. Und ich habe noch kein rosanes Abaya. Deswegen freue ich mich umso mehr, den dann anzuziehen zu Bayram. Und zum Schluss habe ich dieses Karo-Hemd bzw. Jacke gewählt. Der ist nämlich etwas dicker, könnte man auch als Jacke anziehen. Also man müsste schon drunter noch was anziehen, damit man nicht friert, vor allem wie bei mir. Ich friere nämlich ganz schnell. Und in Türkis, Weiß, Schwarz finde ich richtig schön. Ich habe es jetzt mal hier mit meiner Leggings und mit meinem Oberteil kombiniert. Und ja, mein Bauch passt doch auch noch rein. Aber ich kann es mir natürlich auch ganz gut draußen vorstellen, auch wenn der Bauch weg ist. Finde ich richtig nice und die Farbe passt eigentlich sehr gut zu mir, finde ich. Ich habe noch nie so eine Farbe gehabt, glaube ich. Ich weiß nicht. Auf jeden Fall wollte ich den Trend auch mitgehen mit den Karo-Hemden und so, ne? Also gefällt mir richtig gut. Genau, das war's. Das waren jetzt die Sachen, die ich bei Shein mir rausgesucht habe. Vielleicht hat euch das ein oder andere auch gefallen und ihr wollt es auch dort bestellen. Ich finde, ich habe jetzt, das ist mein erstes Outfit, was ich jetzt von denen anhab und ich bin begeistert von der Qualität. Der Jogger ist sehr, sehr weich und schön dick, so wie ich das möchte, also es kratzt nirgends und der passt mir richtig gut und der gefällt mir auch sehr, sehr gut. Wenn ihr auch was bestellen wollt bei Shein, vergisst nicht meinen Rabattcode einzugeben, den blende ich euch hier ein. Zu den einzelnen Artikeln kommt ihr in meiner Infobox, da habe ich euch alles verlinkt und ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß beim Shoppen. Dann geht's weiter mit Corona in der Schwangerschaft. Also ich hatte ja Corona gehabt, vor einem Monat ungefähr. Und ich habe es halt dadurch gemerkt, dass ich einen Geschmacksverlust bekommen habe. Hatte noch nie Geschmacksverlust in meinem Leben, wenn ich erkältet. Also ich war halt erst erkältet und dann auf einmal von einem auf den anderen Tag habe ich nichts mehr geschmeckt, nichts mehr gerochen, also wirklich gar nichts gerochen. Und es ist mir ist das Essen auf dem Herd verbrannt. Ich habe nichts gerochen. Also gar nichts. Wäre Sutter nicht da gewesen, glaube ich, hätte ich gar nicht gecheckt. Also ich wusste auch gar nicht, dass was auf dem Herd ist. Er hat was auf dem Herd getan. Und kam so rein, sagt, riechst du es nicht? Das Essen verbrennt. Ich so, hä, ich rieche nicht. Und schmecken tue ich auch nichts. Also konnte ich auch nicht. Dann habe ich halt einen Test gemacht und es war dann tatsächlich positiv. Ein großer Schreck, wenn man schwanger ist und Corona hat. Aber meine Frauenärztin hat gesagt, es ist alles in Ordnung. Also es ist zu 99% passiert dann nichts. Man weiß es jetzt natürlich noch nicht, was die Langzeit, was es noch als Auswirkung hat. Aber eigentlich, wo es angefangen hat in China, hat man auch schwanger gehabt und so und dem Baby hat es nichts gemacht. Und da war ich natürlich super erleichtert. Ich bin eher ein Mensch, der sehr positiv denkt. Deswegen bin ich der Meinung, ich glaube, das schaffen wir schon, dass da nichts passiert. Dem Baby ging es auch die ganze Zeit gut. Und ich musste halt 14 Tage in Quarantäne. Sonst war nichts. Ich habe mich einmal übergeben. Aber ich habe mich in dieser Schwangerschaft, glaube ich, diese Schwangerschaft war am Anfang sehr schwierig für mich. Deswegen dachte ich und ging davon aus, dass es ein Junge wird. Weil bei Zane ging es mir auch nicht so gut. Es ging mir gut. Alhamdulillah, meine Schwangerschaften laufen eigentlich immer sehr gut. Aber das war schon heftig irgendwie. Aber ich will mich nicht beschweren. Es gibt Schlimmeres. Und ich habe zum Beispiel, Gott sei Dank, nicht Hyperemesis, heißt das. Wo man halt ständig nur spuckt. Und es war echt nur die erste Zeit und mir geht es super duper gut. Seitdem habe ich mich auch nicht mehr übergeben, also das letzte Mal, wo ich halt Corona hatte. Mein Geschmacks- und Geruchssinn ist leider immer noch nicht ganz zurück. Ein bisschen, aber da fehlt noch ein bisschen was. Also ich
Mir schmeckt Essen nicht so wie früher und es ist ganz schwierig, aber das sind nur kleine Wehwehchen. Alhamdulillah, es ist nicht schlimmer, es gibt Schlimmeres und wir hören das ja alle in den Nachrichten, was eigentlich abgeht bei Corona. Ich hoffe, ich habe alles angesprochen, was ich ansprechen wollte. Ich habe mir jetzt keine Notizen gemacht, das habe ich euch schon am Anfang erzählt. Wenn ihr noch Fragen habt, könnt ihr die mir gerne stellen. Ich glaube, ich mache dann zum Ende hin nochmal ein Schwangerschaftsupdate und dann würde ich eure Fragen einfach mit reinnehmen. Ja, dann habe ich zwei Schwangerschaftsupdates in dieser Schwangerschaft gemacht. Ich glaube, das reicht. Mehr muss es auch nicht sein. Drückt mir noch die Daumen, dass sie sich noch dreht und wir nicht in Kaiserschnitt gehen müssen. Dass wir es irgendwie hinbekommen mit diesen Corona-Tests und so alle, damit Sultan dabei sein kann und dass das negativ aussieht. Der Arzt hat auch gesagt, ich muss mich natürlich in Quarantäne begeben. 2 Wochen oder 1 Woche bevor errechneten Termin. Also, aber ich hatte eh vor, nicht mehr unterwegs zu sein. Ich hoffe, euch hat das Schwangerschaftsupdate gefallen. Ich versuche, wenn Sultan wieder zurück ist, werden wir das Namensvideo drehen. Und ich werde ihn natürlich auch fragen, ob er Namen hat, die er gerne unserer Tochter geben möchte. Ich habe einen auf jeden Fall, einen Favoritennamen. Ich muss ihn ja trotzdem nochmal fragen. Vielleicht hat er seine Meinung geändert. Ich habe ihm schon mal den Namen gesagt und er fand es okay. An dem Tag, wo wir herausgefunden haben, dass es ein Mädchen ist. Und er fand es, er war einverstanden mit dem Namen, aber vielleicht hat er seine Meinung auch geändert, wer weiß. Ich werde ihn auf jeden Fall nochmal fragen und dann frage ich ihn, ob er Lust hat, vielleicht noch ein Video mit mir gemeinsam zu machen. Dann sprechen wir über die Namen, die es nicht geworden sind. Dann danke ich fürs Zusehen und ich danke fürs Einschalten und dann sehen wir uns ganz einfach in einem nächsten Video oder in einem nächsten Vlog wieder und ich hoffe dann mit meiner normalen Vlogging-Kamera. Vielen Dank fürs Zusehen, vielen Dank fürs Einschalten und ich wünsche euch einen wunderschönen Tag.